zurückgegangen. Und da liegen uns im Moment sehr, sehr viele Fallbeispiele vor. Krebszellen sind ja ein Phänomen, weil sie nahezu unsterblich sind. Ja, und auch eben mit einer Chemotherapie ist ihnen nicht ganz so einfach beizukommen. Krebszellen verfügen über ausgeklügelte Abwehrstrategien. Wird zum Beispiel Chemotherapie eingesetzt, passiert oftmals das. Das Zellgift dringt in die Krebszelle ein, um sie zu zerstören. Doch es kann sich in der Zelle nicht lange halten. Denn Krebszellen verfügen in ihrer Zellwand über winzige Pumpen, die das Chemotherapeutikum schnell wieder aus der Zelle raustransportieren können. Es kann darum seine volle Wirkung nicht entfalten. Die Krebszelle überlebt. Doch Krebszellen haben auch winzige Antennen auf ihrer Zelloberfläche, sogenannte Rezeptoren. Wird Methadon gegeben, ist das in der Lage, an diesen Rezeptoren anzudocken, denn es passt wie ein Schlüssel zum Schloss. Methadon ist in der Lage, die Pumpen in der Krebszellwand zu blockieren. Dringt nun das Chemotherapeutikum in die Krebszelle ein, verbleibt es dort. Das Zellgift kann nun seine volle Wirkung entfalten. Die Krebszelle stirbt ab.